Italien bekommt eine neue Regierung. Der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank Mario Draghi soll als Ministerpräsident vereidigt werden. Die Vereidigung des 73-Jährigen war im Präsidialpalast durch den italienischen Staatschef Sergio Mattarella geplant. Draghi hatte am Freitag bei einem Treffen mit Mattarella das Amt des Regierungschefs offiziell angenommen und die Liste der Minister in seinem künftigen Kabinett vorgestellt. Am Donnerstag hatte als letzte große Partei auch die Fünf-Sterne-Bewegung in einer Online-Abstimmung mehrheitlich für den Eintritt in das neue Koalitionsbündnis votiert und somit den Weg freigemacht für eine Regierung der nationalen Einheit unter Draghi. In der kommenden Woche muss er sich dann Vertrauensabstimmungen in der Abgeordnetenkammer und im Senat stellen. Auf den neuen Regierungschef warten große Herausforderungen. Er muss Lösungen für die Gesundheits- und Wirtschaftskrise im Land finden. Das Land benötigt dringend die Corona-Hilfszahlungen der Europäischen Union in Höhe von 220 Milliarden Euro. Die Mitte-Links-Koalition von Ex-Ministerpräsident Giuseppe Conte war allerdings am Streit um die Verwendung dieser Mittel zerbrochen.